Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, das ist der Boy und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 22. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Wir sind gestern schon reingegangen in die Schmeichelpacks. Wir werden heute auch wieder reingehen in die Schmeichelpacks. Ich werde heute alle restlichen Packs öffnen, alle restlichen Schmeichelpacks. Und ich würde sagen, wir schnacken auch nicht lange rum, sondern gehen direkt rein hier. Schmeichel, wir kommen. Wie viel würden der wert sein eigentlich, wenn ich ihn ziehen sollte? Ich darf ja mal träumen, oder? Darf ich mal träumen? Also, lasst mich träumen. Lasst mich träumen. Schalalalala. Lasst mich 48. Verkaufsmenge und sofort 46 Millionen, wenn ich ihn ziehen sollte. Wenn ich ihn zielen sollte, hätte ich wieder über 100 Millionen. EA, ich küsse euer Herz, ich küsse euer Auge, wenn ihr mir jetzt hier Schmeichel einfach ins Pack reinhaut. Komm, ich starte mit einem Gem-Pack. Gems muss ich mir sowieso noch irgendwie ergeunern. Erstes Pack, 52 Achtelfinalpunkte. Kenne ich ja nicht anders von EA. Kenne ich ja nicht anders. Aber scheiß drauf. Wieder 52. Ist 52 nimmt man mit, ist nicht das Schlechteste. Aber ich würde halt gerne einfach einen Schmeichel mitnehmen. 300 nehme ich auch mit. Weil umso mehr von diesen Punkten, desto mehr Packs können wir auch wahrscheinlich dann... Mal gucken, vielleicht... Ich weiß nicht, wann ich das mache. Vielleicht mache ich das Samstag, vielleicht mache ich das Sonntag. Vielleicht mache ich das sogar direkt morgen. Ein schönes Riesen-Champions-League-Pack-Opening, so kann man sagen. Wieder 52. Habe ich noch 7, habe ich noch 7 Packs habe ich noch und das läuft schon wieder hier. Ach du Kacke. So, und jetzt kann ich ja noch 4 von den Gems Packs öffnen. Ansonsten waren das innerhalb von zwei Tagen waren das 25 Schmeichelpacks und wir haben nicht einen Schmeichel gezogen. Das würde mich mental wegbrechen, sage ich euch ganz ehrlich. Das würde mich mental wegbrechen. Genauso wie das. 2 habe ich noch. 52. Letztes Pack. Last Pack Magic. Es tut weh. Es tut so weh. Es tut mir im Herzen weh. Wahrscheinlich tut es euch auch weh, das hier gerade angesehen zu haben. Aber jetzt habe ich 7900 Punkte. Das heißt, ich kann ja da in den nächsten Tagen... 7.900, ich runde mal auf 8.000. Das heißt, pro 1.000 sind 4. 4 mal 8 sind 32 Champions League Packs, oder? Habe ich mich verrechnet? Ich glaube nicht. 32 dieser 89 plus Spieler Packs. Natürlich kriegt man nicht jetzt in jedem Pack einen, sondern ja spätestens nach 15. Das heißt, es sind mindestens 2 Spieler eigentlich dabei. Wäre schon cool, hier in Rashford zu ziehen. Hätte ich nichts dagegen. Oder einen Griezmännchen. Wie teuer wäre denn ein Rashford? Wie teuer wäre denn Griezmann? Wurden die schon oft gezogen oder? Gucken wir mal. Rashford 10 Millionen. Ja, würde ich mitnehmen. Würde ich mitnehmen. Was denkt ihr, ist Griezmann mehr wert oder weniger wert? Ich sag, Griezmann ist mehr wert, weil er ein Stürmer ist. Griezmann. Weil ich einfach schlau bin. Ich bin einfach schlau. 18 Millionen für Antoine Griezmann. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr nice. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr nice. Wir gehen rein in Versus Angriff. Habe ich jetzt natürlich auch schon lange nicht gespielt. Und wir werden wieder deutlich die schlechteren Chancen haben. Nicht, weil wir ein schlechtes Team haben, sondern dieser blöde, verkackte Penner an Chemistry-Wert. Der Chemistry-Wert ist ein blöder Penner. Der Chemistry-Wert ist ein blöder Penner, merkt euch das. Also zumindest für mich. Ich weiß, ihr seid alle viel weiter im Level, aber ich habe halt meine Down-Phase gehabt so. Ich hoffe, das geht jetzt wieder bergauf, sage ich mal. So, komm, let's go. Ich freue mich auch, ich weiß nicht, wann das ist. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt in Deutschland kommt. Aber ich werde auf jeden Fall das probieren irgendwie, wenn es kommt, auf jeden Fall auch zu spielen. Dieses neue FIFA oder EA-Spiel da, dieses Tactical Football, sah für mich interessant aus. Und was ich hier mache, ist nicht interessant. Was ich hier mache, ist richtiger Schmutz. Schmutz!
Ich spiele einfach Kacke. War das kein... Hä? Das ist der Fall. Der ist doch reingegangen, oder bin ich blöd? Ja, perfekt. Erstes Spiel, erste Niederlage. Läuft bei uns. Erstes Spiel, erste Niederlage. 3-5. Und jetzt mache ich mit Schweinsteigern Hacke zu Hacke. Ich bin doch so ein Esel. Zack. Komm, Schweinsteiger, Schweinsteiger, Flanke. Ja. Ja. Gibt es da noch irgendwas zu sagen? Ich denke nicht. 6-8, komm, geh, baller ihn rein, Minion. 7-8, na, noch ist die. Und stell euch mal vor, ich hätte jetzt alle Chancen genutzt, die ich so noch leichtsinnig quasi vergeben habe. Dann wäre es jetzt vielleicht ein 9-9 oder ein 10-9 oder so. Aber so werde ich das Spiel definitiv nicht gewinnen. Und am Ende verliere ich mir es mit einem Tor. Und ich hatte locker mindestens zwei Chancen, die hätten reingemüsst. Aber ich bin ein Esel und habe sie nicht reingemacht. Und deswegen verliere ich hier das nächste Spiel. Guckt euch diese Statistik da an. Das ist traurig, Leute. Das ist wirklich traurig. Und wir spielen gegen Pasqual. Und meine Chancen sind besser als Pasqual. Was ist denn da los? Darf ich sowas nochmal miterleben? Er hat 106, aber auch 88 Chemistry. Bruder. Aber aufgrund meines Teams habe ich halt den Vorteil, sage ich mal. Das heißt, diesen Vorteil kann ich jetzt ausnutzen hoffentlich und dieses Spiel gewinnen. Und wichtig, 2-1. Komm, runter. Messi mit dem dritten. Und Ballack. Ja, das ist natürlich jetzt problematisch. Was mache ich mit Ballack? Mit Ballack mache ich das. Mit Ballack spiele ich in die Mitte. Und mit Ronaldinho mache ich das Tor. Nee, das war kacke. Oh, ich habe gefettfingert. Ja, 5-5. Komm. 45 Sekunden. Ich brauche ein bisschen Vorsprung. Leute, das Spiel kann ich jetzt nicht verlieren. Wenn ich das verliere, dann lade ich morgen um 20 Uhr PES Mobile hoch. Ball ihn rein. Danke. 8-5. Das ist ein Abstand, den ich hier sehen möchte. Das ist ein Abstand, der gut tut. Das ist ein Abstand, der wichtig und richtig ist. Das war's. Das werde ich hier nicht mehr verlieren. 10-7. 10-7, Ballack. Ballrolle vorbei, Michael. Ballack! 11-8. Und Ronaldo nochmal mit dem 12. Das war endlich mal wieder ein Spiel. So sollte es eigentlich immer sein. Aber es ist leider nicht immer so, weil ich halt einfach ein Esel bin. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!